Hallo, guten Morgen. Ich habe mir extra jetzt, ich weiß gar nicht, ob man das sieht vom Licht her. Vielleicht soll ich die Kamera noch ein bisschen verändern. Ich habe mir ein glitzergoldenes T-Shirt angezogen. Hallo. Weil wir feiern, weil sich jetzt alles verändern darf. Ich weiß, es ist vielleicht in aller Munde. Hallo Daniela, eine andere Interpretation dieser Situation. Heute ist ja das Thema Perspektive, Interpretation. Es gibt ganz viele Perspektiven und Interpretationen, aber warum immer diese Interpretation nehmen aus dem negativen Aspekt, oder? Wir sind so drauf gepolt, wir sind so programmiert, dass wir glauben, dass wenn wir vorsichtig sind und einfach mal das Schlechtere annehmen, dass es uns dann weniger enttäuscht, wenn das Schlechtere stattfindet. Ja, das ist ein allgemeines, kollektives Programm. Hallo Susanne, guten Morgen. Jetzt muss ich hier doch noch einmal was teilen in die andere Gruppe. Ja, es ist ein kollektives Programm, oder? Wenn wir sind einmal enttäuscht worden. Wir haben uns was gewünscht. Wir wollten etwas unbedingt haben und dann sind wir enttäuscht worden. Es fängt ganz, ganz oft schon als kleines Kind an, oder? Immer wieder diese kleinen Enttäuschungen, die kleinen Enttäuschungen, die natürlich nicht zu vermeiden sind. Und dann kommt ein neues Programm in uns rein. Ein logischer, analytischer Rückschluss ist ja klar, oder? Da habe ich mir es gewünscht. Hat nicht geklappt, ich war enttäuscht. Das habe ich mir gewünscht, dann ging es nicht, war ich enttäuscht. Und dann ist dieser Schmerz der Enttäuschung so groß. Und klar wollen wir den vermeiden. Ja, wir wollen ja immer Schmerz vermeiden. Wir sind ja auch jetzt hier und wollen Schmerz vermeiden. Jetzt können wir auch gar nicht mehr gerade so viel, huhu, Katrin, Schmerz vermeiden. Also, wenn wir Schmerz vermeiden wollen, dann blocken wir ab, ja? Dann machen wir zu. Das ist ja auch dieses Bekannte. Dann machen wir zu. Wir verschließen unser Herz. Wir trauen uns nicht mehr, uns richtig zu freuen. Wir ziehen uns zurück. Und all das tun wir nur, um den Schmerz der Enttäuschung zu vermeiden. Und der Schmerz der Enttäuschung, das ist eigentlich ein Schmerz, der bedeutet für uns, Wertlosigkeit, ja? Das ist auch so ein verborgenes Denkmuster. Wenn ich die Dinge nicht kriege oder wenn etwas nicht Gutes kommt oder wenn ein Schmerz da ist oder wenn ich enttäuscht werde, das machst du nicht bewusst, aber es unbewusst passiert dann folgender Rückschluss. Ich habe etwas falsch gemacht, ich bin nicht gut genug, ich hätte etwas anders machen sollen und mit diesem Rückschluss bist du dann eben wieder da eingefroren, wo du dich vor dem Schmerz versuchst zu schützen und dementsprechend auch Interpretationen und Perspektiven einnimmst, von denen du glaubst, dass nachher die Enttäuschung nicht so schmerzhaft ist, ja? Also, hallo Anja, guten Morgen. Und diese Perspektiven, die machen dein Gefängnis. Ja, die bauen dich ein. Und jetzt gerade in dieser jetzigen Situation, wenn du wirklich auf Abschirmen bist schon mal, ja, Abschirmen gegen das Außen, du musst es tun, ja, Quarantäne. Aber geh nicht in Quarantäne mit deinen Emotionen. Geh nicht in Quarantäne und sperre alles ein, was du dir wünschst. Deine Perspektiven, deine Träume. Hallo, bring das nicht in Quarantäne, sondern nutze diese Quarantäne als Gewächshaus, als Brutkasten für all deine Wünsche und für all deine Träume und mach genau das Gegenteil, was dir im Moment suggeriert wird, ja? Mach's anders. Nehme diese Perspektive und sag nicht, alles ist mir weggenommen worden, ich kann gar nichts machen, ich bin hier gefangen zu Hause. Nein,
jetzt hast du einen Brutkasten geschenkt bekommen, in dem du deine Zukunft ausbrüten kannst, in dem du all deine Ideen, mit denen du schon so lange schwanger gehst, ihr wisst, ich rede gerne in Bildern, diese Ideen, mit denen du schon so lange gerne schwanger gehst, die kannst du jetzt ausbrüten in aller Ruhe. Und jetzt kommen wir auch wieder zum Ausbrüten, weil manifestieren, kreieren, erschaffen ist nichts anderes als ein Ausbrüten. Für Frauen ist es vielleicht leichter zu verstehen, aber für Männer, wenn ihr denkt, Ausbrüten etwas wie ein Hühnchen, ja, auf seinen Eiern sitzt und da wartet, in aller Ruhe wartet und nicht weiß, wann die Küken schlüpfen, ja, es weiß es nicht, aber das Hühnchen oder das Federvieh auf den Eiern weiß, ich muss jetzt da drauf sitzen, ich muss es hegen, ich muss es pflegen, ich muss Wärme geben und ich muss in positiver Erwartung sein, dass meine kleinen Küken aus diesen Eiern ausschlüpfen. Und diese Mutter, die sitzt auch nicht jeden Tag und steht auf von ihren Eiern und schüttelt und macht es vielleicht auf und guckt, wann das Hühnchen endlich rauskommt, ja? Nein! Und das müssen wir lernen. Wir müssen lernen, auf unseren Eiern zu sitzen, auf unseren Wünschen, auf unseren Träumen zu sitzen und die richtig auszubrüten. Und diese Perspektive zu haben, ja, immer zu haben, diese Mutter auf ihren Hühnern sitzen, die sagt, wenn sie endlich da sind, wenn sie endlich da sind, wie schön ist es, wenn diese Hühnchen endlich da sind? Die bereitet sich vor, wie natürlich eine Menschenmutter auch. Aber ich rede jetzt für Hühnchen, weil die Männer sich mit den Hühnchen vielleicht ein bisschen besser auskennen. Aber wir sind immer in freudiger Erwartung, ja? Das heißt es ja auch, in freudiger Erwartung sein. Und ich möchte euch bitten, seid in freudiger Erwartung. Und aus dieser freudigen Erwartung heraus habt ihr die Energie, eure Wünsche zu kreieren. Aber das klappt nicht, wenn ihr die ganze Zeit Fernsehen schaut, euch mit Horror-Stories berieseln lässt. Es passiert immer Schlimmes auf dieser Welt. Auch wenn hier diese Krise vorbei ist, wenn der Virus gedämmt ist, was auch immer, dann werden schlimme Dinge passieren auf dieser Welt, ja? Es war schon immer so und es wird immer so sein. Und dass es aber immer weniger so sein wird, dazu braucht es immer mehr Menschen, die goldene Träume ausbrüten, die Wünsche ausbrüten, die kreieren, die freudige Erwartung sind, die ihre Perspektive, ihre Interpretation der Situation positiv und gewinnbringend formulieren. Ja? Und seid jemand, der das jetzt tut. Seid jemand, der jetzt diese Chance sieht, dass er im Brutkasten ist, dass er in sich geht und all seine Wünsche und Träume rausholt. All das endlich sich gewahr wird, was er sich nie erlaubt hat, zu träumen und zu denken, weil es nicht möglich ist. Und was ist, wenn es doch möglich ist? Was ist, wenn es doch möglich ist? Ja, das ist so ein wichtiger Denkprozess. Du hast auch nie geglaubt, noch vor wenigen Wochen, wenn ich dir gesagt habe, dass dieses Szenario, das jetzt weltweit eingetreten ist, eintreten wird. Ja, hätte ich mit dir reden können, hätte dir alles bunt erzählen können, wie das ist, wie wir weltweit unter Quarantäne kommen und so weiter, wie alle Klopapier kaufen, wie die Wahnsinnigen. Wenn ich dir das vor einigen Wochen erzählt hätte, hättest du gesagt, ja genau, spinnst du eigentlich? Und ich hätte dir sagen können, und was ist, wenn es doch wahr ist? Ja, und was ist, wenn es doch wahr ist? Dann hättest du dich darauf vorbereiten können, emotional. Dann hättest du emotional, sage ich, ja, nicht Klopapier kaufen und Hamsterkäufe machen. Das ist für mich kein drauf vorbereiten, sondern ein drauf vorbereiten ist für mich eine richtige Haltung, eine richtige Perspektive, eine richtige Interpretation zu bekommen und zu sagen, wo ist mein Geschenk? Was mache ich damit? Was gibt mir diese Situation für Möglichkeiten? Was gibt mir diese Situation für Chancen? Und das ist Manifestieren. Das ist
Wir manifestieren, wir kreieren, wir erschaffen sowieso die ganze Zeit. Und es wäre ein anderes Thema, darüber zu reden, wie wir uns diese Situation jetzt erschafft haben im Kollektiven. Kann man drüber reden, ist einfach auch so, werde ich vielleicht noch machen. Aber jetzt möchte ich euch einfach das an die Hand geben, dass ihr hier diese Perspektive verändert, dass ihr echt die Glotze abstellt, dass ihr euch hinsetzt, dass ihr anfangt zu meditieren, dass ihr in euch reingeht, dass ihr fühlt, was da an Schönem drin ist und an Träumen, die du so weit runtergedrückt hast, weil es ja eh nicht geht, dass du die rauslässt, weil du die Perspektive einnimmst, was ist, wenn es doch geht? Was ist, wenn alles anders ist wie vorher? Was ist, wenn ich nicht so leben muss? Weil offensichtlich zeigt es mir jetzt, es kann von einem Moment auf den anderen alles anders werden. Ja? Ich kann mich nicht im Außen festhalten. Ich muss mich auf mein Inneres besinnen. Und ich darf lernen, immer wieder zu sagen, was ist, wenn es doch geht? Wie fühlt es sich an, wenn es doch geht? Was würde ich tun, wenn es doch so ist? Wie würde ich mich fühlen, wenn es doch so ist? Wie würde ich reden, wenn es doch so ist? Wie würde ich handeln, wenn es doch so ist? Und wenn es doch so ist, das heißt, wenn dein Leben doch leicht sein darf in Zukunft, wenn dein Leben mehr Freude haben darf, wenn dein Leben nicht mehr bedeutet, oh, ich freue mich lieber nicht zu früh, sondern wenn dein Leben bedeutet, ich freue mich zu früh, ich freue mich auf das Unsichtbare. Was ist, wenn das doch so wäre? Was ist, wenn du diese Power in dir hast, wirklich noch mehr von deinem Traumleben zu leben? Ich glaube, wir haben alle viele Dinge, für die wir extrem dankbar sein dürfen, die wir uns schon erschaffen haben. Aber was ist, wenn es noch so unendlich viel mehr davon gibt? Was ist, wenn es für dich hier ist? Ja, und das will ich damit sagen. Geh zu dieser Manifestations-Challenge, mach Tag 1, 2, 3, 4. Schau dir die Videos an, die sind zwischen 20 Minuten, eine halbe Stunde. Mach das durch, mach diese Arbeit, mach diese innerliche Arbeit, mach die energetische Arbeit. Und wenn du jetzt da draußen jemand bist, der sagt, ja, das habe ich auch schon lange gedacht, ja, ich merke, dass da ein Geschenk für mich in dieser Situation ist. Ich weiß, dass die Welt im Umbruch ist und ich weiß, dass all das, was jetzt online passiert, nie wieder weggenommen wird. Ich weiß, dass ich erkenne, dass unsere Zukunft und dass so viel Umweltschutz in online steht, so viel Potenzial, unsere Welt zu schützen, ist jetzt hier in mir und auch in mir, in meinen neuen Verhaltensweisen, die ich jetzt lernen darf. Und ich habe gestern in einem privaten Coaching genau das auch nochmal angesprochen mit einer Frau, die macht mit ihrem Mann wunderbare Coachings und sie sind 70 Jahre alt und für die ist es jetzt unwiederbringlich, dass sie sich auf online bringen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, online zu sein, aber die erste Voraussetzung ist nun mal, dass du dich traust. Die erste Voraussetzung ist, dass du traust, dich zu zeigen, dass du traust, deine Wahrheit vor einem unbekannten Publikum zu sprechen, wo du nicht weißt, wer und wann deine Message hört. Aber du weißt, dass deine Message wichtig ist, dass deine Message hier rausgebracht werden muss, dass du quasi schwanger bist, dass du das ausgebrütet hast schon dein ganzes Leben lang und dass es jetzt an der Zeit ist, diesen Beitrag, diesen hochschwingenden Beitrag der Menschheit zur Verfügung zu stellen. Und darum geht es jetzt in diesem Moment, dass wir alle das, was wir haben als Geschenk, auf online bringen, damit es die Welt sehen kann, damit die Welt bereichert wird mit unserer Schwingung, mit unserer Nachricht, mit dem Geschenk, dass jeder Einzelne von uns hat ein großartiges Geschenk, weil sonst würde die Welt ja gar keinen Sinn machen.
es würde doch keinen Sinn machen, wenn es Menschen hier gäbe, die einfach nur da sind, um die Zeit abzusitzen. Oder um ihre Stunden abzusitzen und Geld dafür zu empfangen. Ich glaube nicht, und das kann mir auch niemand weismachen, dass das die Grundidee unseres Seins ist. Sondern die Grundidee unseres Seins ist tatsächlich, das, was wir mitbekommen haben als Geschenk, als Gabe, in die Welt hinauszutragen. Und daran glaube ich ganz, ganz fest. Und ich glaube auch ganz, ganz fest, wenn wir alle wissen, warum wir hier sind, wer wir wirklich sind, was mehr ist als unser Fleisch und Blut, das wir hier sehen. Wenn wir diese Klarheit kriegen und diese Aufgabe annehmen, dann brauchen wir online. Mehr denn je. Weil wir müssen mehr denn je Leute erreichen mit diesem Licht, mit dieser Freude, mit der hohen Schwingung, mit der Perspektive, der Möglichkeiten. Es braucht Menschen, die Möglichkeiten sehen. Es braucht Menschen, die Potenziale sehen und die Potenziale kommunizieren, dass wir uns weiterentwickeln. Und diese Menschen dürfen Vorreiter sein für die Menschen, die gerade im Moment in einem Loch sitzen und nicht in einem Brutkasten. Ja? Und darum habe ich mir diesen Kurs ausgedacht. Ich habe für nächste Woche einen Ich bringe mein Leben online Kurs, privat und Business. Für alle, die erstens mal Angst haben, sich zu zeigen, zweitens mal Angst haben, dass sie nicht wissen, dass sie mit diesen Online-Geschichten auskommen, die immer noch irgendwo Angst haben vor Datenschutz oder vor Öffentlichkeit. Es ist für die Leute, die das schon lange in sich spüren und sagen, ja, ich habe eine Nachricht. Und es ist auch für Privatleute. Wir brauchen privat Menschen, die hier live gehen, die hier online gehen, die hier Positivismus verbreiten, die hier die guten Perspektiven verbreiten, die Zukunftsperspektiven verbreiten. Und für all diese Leute, da habe ich diesen Kurs gemacht, wo ich euch wirklich zeige, wie geht's mit dem Handy, was müsst ihr haben mit dem PC, wie könnt ihr das für Business brauchen, aber auch privat, weil jeder Mensch, ihr müsst kein Coach sein, ihr könnt Busfahrer sein und privat und eure Message rausbringen, indem ihr die Message eben der Liebe, der Schönheit, der Hoffnung, der Entwicklung rausbringt, indem ihr die Menschen begrüßt, indem ihr das Herz öffnet, egal was ihr tut. Ja? Und manche Menschen können das in ihrem Job noch zu wenig oder können es jetzt gar nicht, weil sie nicht rauskommen. Und für diese Menschen habe ich diesen Online-Kurs gemacht. Privat und Business, My Magic Online Life. Weil wir haben ein Online-Leben. Wir sind so wunderbar verbunden. Das ist so ein Geschenk. Und dieses Geschenk, jetzt in dieser Zeit, wo du Zeit hast, dich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, ich bin ready, ich komme, Welt, ihr dürft mich sehen, weil ich habe Geschenke dabei. Ja, und wenn du das machen möchtest, schau auf meiner Homepage mywellfeeling.com und Angebote findest du diesen My Magic Online Live Kurs, der geht nächsten Dienstag los. Es gibt bis am Sonntag einen Spezialpreis und ich möchte so viel wie möglich den Menschen die Angst nehmen, diese Dinge zu tun, die sie so lange sich nicht getraut haben zu tun. Und es ist online. Online, online, online. Und ich weiß, für viele ist es noch ein Horror. Und diesen Horror braucht ihr nicht zu haben, weil der verbindet uns online. Wir sind zusammen. Jeder für sich in seinem schönen, kuscheligen Zuhause, aber doch zusammen. Und wir können so Business machen und Business ist nichts Schlechtes. Business ist Geben und Nehmen von Geschenken. Ja? Und zwar diese Perspektive zu haben, Geben und Nehmen von Geschenken. Und ihr habt alle Geschenke und nur wenn ihr sie gebt, dann können andere sie nehmen, die sie brauchen. Ja? Also ihr Lieben, ja, ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, mein Angebot interessiert euch. Ihr geht schauen auf meiner Homepage
Und wir sehen uns nächste Woche und wir bringen euer Geschenk auf online. Das Geschenk, das ihr hier mitbekommen habt, in diese Welt. Und es geht für jedes Business. Jedes Business, jede Privatperson braucht aus meiner Sicht eine Online-Präsenz, damit wir präsent sind. Und nicht die Menschen, die nur Angst und Horror verbreiten, weil es gibt immer eine andere Perspektive. Und es gibt immer etwas, was die Menschen erhebt, was sie freut und was sie glücklich macht. Und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass jeder das finden darf online, was er gerade braucht. Und dazu braucht es jeden Einzelnen von uns, dass er erscheint, dass er präsent ist, dass er da ist, dass er sein Herz öffnet und dass er die Welt bereichert mit den höchsten Gefühlen, mit den höchsten Energien. Genau, Sabine. Und das ist so, so wichtig, dass wir kreativ werden ins Unbekannte heraus und das schaffen wir nur aus einer anderen Perspektive. Ja, Susanne, danke, danke auch dir, danke euch allen fürs Zuschauen und wirklich, kommt online, ich zeig's euch, es ist einfach, es ist praktikabel für jeden, Handy, PC, es gibt Tools, Fotos schön zu machen, es ist alles wirklich so einfach, wenn es dir einer zeigt. Kreieren, genau, wir kreieren jetzt unsere neue Welt, Leute. Wir sind im Brutkasten, wir sitzen auf unseren Eiern. Und während wir auf unseren Eiern sitzen, kreieren wir in unseren Gedanken und machen genau die Handlungen, damit wir die Instrumente haben, die es braucht für die neue Welt. Und es kann keiner mehr ohne online. Es geht nicht mehr, wir gehen nicht mehr zurück. Vergiss das, wir gehen nicht mehr zurück. Wenn wir hier rauskommen aus dieser Situation, gehen wir nicht dorthin, wo wir reingegangen sind. No, 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 auf gar keinen Fall. Das könnt ihr mir hundertprozentig glauben. Wir fangen an einem ganz anderen Punkt an. Und die, die jetzt schon an diesem Punkt hinlaufen, die sind als Erste an der Startlinie. Und die anderen müssen halt dann nachher kommen. Aber es werden alle kommen. Ich bin mir sicher, weil es wird so einen Shift geben. 100%. Es kann gar nicht anders sein. So, ihr Lieben, bis dann. Mua, tschüss. Genau, dann beginnt das wahre Leben. So schaut's aus. Wir machen uns ein Paradies und wir sind powerful. Und ich traue mich das zu sagen, weil ich weiß, in allen schwirrt es so ein bisschen. Das muss doch was Gutes sein. Das muss doch alles was Gutes haben. Dann setze ich mal die Samen in mein Gewächshaus. Genau. Ich kann zwar noch nicht im Gewächshaus, weil ich habe noch riesen Schnee da draußen, aber ich sitze auf meinen Eiern. Und während ich auf meinen Eiern sitze, teile ich mit euch, wie ich auf meinen Eiern sitze. Dass ihr auch wisst, auf Eiern sitzen ist Hammer. Also, tschüss!